Guten Morgen. Heute mal aus dem Stall. Wir sind ganz früh am Stall, denn ich habe gleich noch Reitunterricht. Und leider heute nicht so viel Pferd. Elsa? Warum? Erfahrt ihr aber in diesem Video noch. Willst du einen Schneemann bauen? Los, komm und spiel mit mir. Ich sah dich schon so lange nicht mehr. Vermiss dich sehr. Was ist nur los mit dir? Wir waren wie Pech und Schwefel, doch jetzt nicht mehr. Sag mir bitte nur, wieso? So, wir fahren nämlich nach Hamburg zu einem Casting. Was heißt wir? Ich fahre nach Hamburg und mich fährt jemand hin, weil alleine Auto fahren darf ich ja noch nicht. Oder kann ich außerdem noch nicht. Die suchen für nächstes Jahr, für das Musical, die Eiskönigin, eine Besetzung für Anna und Elsa. Und ich habe mich für Elsa beworben, wollte aber lieber Anna werden. Naja, besser Elsa jetzt gar nicht. Und ich freue mich schon total. Das ist die erste von 3 Castingrunden. Und es ist ja schon mal cool, dass ich in der ersten genommen wurde. Wie manche vielleicht schon wissen, mache ich in meiner Freizeit, bin ich im Chor, also in einem Kinderchor und singe da. Ich habe schon 6 Jahre Bühnenerfahrung, auch mit der Bläserklasse, wo wir ein Instrument gespielt haben und auch Auftritte gemacht haben. Naja, ich bin mal gespannt, ob ich genommen werde oder nicht. Und dann hüpfe ich jetzt mal dahin, wo wir hin müssen. Tschüss, Bonnie! Ich würde jetzt so gerne mit dir spielen. Allein zu sein ist eine fürchterliche Qual. Nicht wegreiten, Johanna! Ich bin heute hier, weil ein Anna und Elsa Casting heute hier war und da habe ich mitgemacht, denn das ist ein Musical, da würde ich gerne mitmachen und ich bin schon total aufgeregt. Das war die erste von 3 Castingrunden. Ich bin mal gespannt, ob ich genommen werde oder nicht oder ob ich in die zweite komme oder in die dritte komme oder vielleicht sogar beim Musical am Ende mitmachen kann. Dann bin ich Also in dem Musical bin ich dann wahrscheinlich Elsa. Willst du einen Schneemann bauen und Fahrrad fahren hier im Saal? Ich würde jetzt so gerne mit dir spielen. Allein zu sein ist eine fürchterliche Qual. Beim Einsingen mussten wir zum Beispiel ganz laut Paul zum Nachbarn rufen. Das alles natürlich auch mit Abstand. Und wir haben einzeln gesungen. Und wir sollten durch den Raum laufen, natürlich mit Abstand alles. Wir waren auch nur zu viert insgesamt. Ich habe bei der ganzen Sache eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ich bin mal gespannt. In 3 Tagen kommt die Antwort. Bin mal gespannt, was ich da jetzt für eine Antwort bekomme. Ich bin jetzt gerade noch unterwegs, aber gerade kam eine E-Mail vom Casting oder von dem Kindercasting da, dass ich leider nicht genommen wurde, also nicht in der zweiten Runde mit bin. Was ich auf der einen Seite irgendwie gut finde, weil dann muss ich nicht nochmal nach Hamburg fahren und dann nicht mehr im Stau stehen und so. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch schade, weil ich mich freue, wenn ich auf der Bühne stehen kann. Und ich habe beim Casting alles gegeben. Aber so kann ich dann auch mehr Zeit mit Juni verbringen und auch noch vielleicht an dem Wochenende, wo ich diesen Auftritt hätte, ein schönes Turnier reiten oder sowas. Vielleicht findet sich ja nochmal eine Chance, bei so etwas vergleichsweise Großem mitzumachen. Ich bin ja im Chor, so normal, aber der Chor ist nicht im Stage-Theater und die Aufführungen sind da auch nicht. Naja, irgendwann werde ich bestimmt nochmal auf einer so großen Bühne stehen wie im Stage-Theater. Vielleicht sogar auch mit einem Pony. So eine Pferdeshow auf der Bühne. Das wäre irgendwie lustig. Naja, hiermit verabschiede ich mich dann auch schon wieder. Und zwar von diesem etwas unfertigen Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal bei einem Pferdevideo wieder. Und als nächstes werdet ihr wahrscheinlich das Pferdebuchstaben F-Video sehen. Seid gespannt, was es ist. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich lasse los.
lass jetzt los. Die Kraft, sie ist grenzenlos. Ich lass los, lass jetzt los. Und ich schlag die Türen zu.